Eröffnungsausstellung in der Kunsthalle Krems thematisiert die abstrakte Malerei in der Gegenwart. Abstract Painting Now umfasst etwa 65 internationale und österreichische Positionen von Gerhard Richter über Jean Scully bis Katharina Grosse, also wirklich eine große Bandbreite der zeitgenössischen abstrakten Malerei. Am Anfang der Moderne, also vor ja, jetzt schon 100 Jahren, ging es darum, den Gegenstand aus dem Bild zu treiben und eine Autonomie für das Medium zu finden. In der Folge, im abstrakten Expressionismus, ging es dann viel stärker um das Prozesshafte. Und das spürt man in der Ausstellung auch sehr, sehr stark in mehreren Kapiteln, diese Prozessualität einen großen Stellenwert einnimmt. Als Gegenbewegung zu der Malerpranke, zu dieser intuitiven, direkten Prozessualität, steht eine eher dekonstruktivistische, analytische, eher fast zweifelnde Position. Das hat schon mit Gerhard Richter begonnen. Polke auf einer ironischen Art und Weise macht es auch, indem er einfach Farbe rinnen lässt, wo er sich als Person, als aktiver Maler herausnimmt. Da geht es immer darum, diese geniale Geste, die Autorschaft selber in Frage zu stellen. Oder in der Ausstellung gibt es auch eine Arbeit von Wade Guyton, der dann den Drucker malen lässt. Also er nimmt sich zurück, koppelt es los von seiner Person, von seinem Tun, von seinem malerischen Genius und lässt dann das neue Medium malen. Da gibt es sehr viele Spielarten. Es ist auch eine unheimliche Freiheit, eine Vielfalt, eine Heterogenität in der aktuellen Sprache der umgegenständlichen Malerei. Obwohl die abstrakte Kunst inhaltlich stumm ist, hat sie unheimlich viel Information, vor allem auf einer sinnlichen Wahrnehmungsebene. Man spürt die Materialität, die Spuren, die hinterlassen worden sind. Für mich ist abstrakte Malerei was ganz Exklusives, das vom Alltag komplett gelöst ist, wie ein ruhiges, entleertes Fenster, wo man abschalten kann, das auf sich wirken lassen kann und nicht dieser Informationsflut des Alltags ausgeliefert ist. Und das hat also eine richtige emotional-seelische Kraft und sind Bilder, die sich auch sehr nobel im Hintergrund halten. Die sind nicht laut, die wollen nicht ihren Inhalt loswerden, sondern nehmen sich eher zurück und man kann da sehr schön eintauchen.